Hallo, wir haben hier diese Vicecam hier und die habe ich mir gekauft als Certified Refurbished. Das heißt, die war schon mal irgendwo im Umlauf, kam dann wieder zurück und wurde dann von Vice getestet und soll wirklich funktionieren. Unglücklicherweise aber, wenn man diese Kamera hier in den Micro-USB-Stromversorgung hier anschließt, dann passiert hier erstmal gar nichts. Man hört hier ungefähr nach ein paar Sekunden so ein ganz kleines Ticken. Ansonsten schaltet sich die Kamera aber gar nicht an. Also das heißt, auch die LED vorne an der Kamera geht nicht an und auch nicht hier diese Infrarot-LEDs. Also hier funktioniert erstmal gar nichts. Selbst wenn man hier diese Taste unten da an der Unterseite der Kamera drückt, funktioniert hier überhaupt nichts. Und deshalb wollen wir hier heute mal gucken, ob da drin nicht vielleicht ein Fehler besteht, den wir hier selber reparieren können. So, wir fangen natürlich damit erstmal an, dass wir hier die Kamera wieder von der Stromversorgung abtrennen. Und dann nehme ich hier einfach die Spitze von dieser Nagelfeile hier, von meinem Taschenmesser. Und damit entferne ich hier diesen weißen Rahmen an der Vorderseite der Kamera. Da gebe ich hier ganz einfach vorsichtig unterhalb oder unter diesen Rahmen und dann kann man den abziehen. Also der Rahmen ist einfach nur festgeklebt mit etwas doppelseitigem Klebeband. Und darunter finden wir hier diese drei weißen Punkte. Das sind einfach nur solche Stopfen, die dafür sorgen, dass hier kein Wasser oder Feuchtigkeit in die Kamera eindringt. Und unterhalb oder unter diesen weißen Propfen, da ist ganz tief jeweils eine Schraube drin. Wir haben hier drei kleine Kreuzschlitzschrauben. Die entfernen wir natürlich erstmal. Und danach können wir dann hier wieder mit unserem Taschenmesser hier das Gehäuse komplett oder beziehungsweise die Kamera aus dem Gehäuse entfernen. Da müssen wir hier vorsichtig sein, denn wo wir hier dieses Rote sehen, das ist eine Dichtung, um die Kamera wasserfest zu machen. Da müssen wir aufpassen, dass wir die hier nicht beschädigen. Und danach können wir hier die Kamera oder die Elektronik hier vorsichtig herausziehen. Müssen wir allerdings auch wieder vorsichtig sein, denn da sind hier noch zwei Stecker an den Boards oder an diesem Board befestigt. Aus Versehen habe ich dann auch sogar noch einen von diesen Steckern abgerissen. Das heißt, den muss ich gleich nochmal wieder anlöten. Habe ich hier gleich schon wieder gemacht. Sehen wir hier in diesen Stecker, da kam das Kabel nicht heraus. Da habe ich aus Versehen die komplette Buchse abgerissen. So, und danach sehen wir hier nochmal vier kleine Kreuzschlitzschrauben. Die können wir hier erstmal schnell entfernen. Da machen wir das Video auch mal ein bisschen schneller, dass wir da nicht warten müssen. Und nun werden wir hier diese obere Platine schon mal abziehen und hier auch wieder vorsichtig sein, denn da sind wieder mehrere Kabel an dieser Platine befestigt. Die nehmen wir dann hier vorsichtig ab. Aber hier müssen wir uns auch noch sicherstellen, dass wir hier die Kabel nicht aus Versehen vertauschen. Also müssen wir uns merken, welches Kabel hier wohin geht. Und dann sehen wir jetzt schon, hier ist dieses Flachbandkabel, das hier nur mit der zweiten Platine verbunden ist. Und das sollte eigentlich auch mit dieser ersten Platine verbunden sein. Und das sieht schon schwer danach aus, als wenn das das Problem ist. Denn dieses Flachbandkabel war einfach gar nicht hier mit der Platine verbunden. Und dann kann die Kamera hier nicht funktionieren. Deshalb werden wir hier erstmal probieren, dieses Flachbandkabel erstmal wieder einzustecken. Dazu nehmen wir hier diesen grauen Hebel an diesem Stecker und klappen diesen Hebel hoch. Und dann können wir hier das Flachbandkabel vorsichtig hier reinschieben in diese Verbinder. Und sobald das Flachbandkabel ganz nach hinten geschoben ist, klappen wir den Hebel einfach wieder zu, dann hält dieser Hebel das Flachbandkabel sicher fest und dann können wir auch erstmal wieder alles wieder zusammenstecken, also die beiden Stecker wieder verbinden. Denn jetzt wollen wir erstmal ausprobieren, ob das schon das Problem war, das einzige Problem mit dieser Kamera war. Das heißt, ich schraube hier auch die ganzen Kreuzschlitzschrauben wieder fest und dann verbinden wir hier die Kamera wieder mit diesen zwei Verbindern hier, die innerhalb oder in dem Gehäuse fest sind. Leider können wir diese Kabel ja nicht weiter aus dem Gehäuse rausziehen. Diese Kabel sind sehr kurz.
Also stecken wir hier die jetzt wieder vorsichtig hinein. Auch hier die Stromverbindung bin ich jetzt besonders vorsichtig, da ich die ja beim letzten Mal aus Versehen abgerissen habe. Also stecken wir hier die wieder vorsichtig rein und dann einmal kurz hier an Micro-USB verbinden. Und dann sehen wir schon, jetzt gehen hier gleich die LEDs an. Also oben die rote LED ist an und wir hatten auch ganz kurz die Infrarot-LEDs blinken sehen. Und damit ist das Problem schon wieder gelöst. Also wir konnten die Kamera in diese Wisecam reparieren. Und ja, das war es auch schon für das Video. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann hinterlasst doch unten einfach einen Kommentar.